Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, das ganze Eck hier ist ganz schön leer und ihr habt mir genug geschrieben, dass halt mit dem Platz und hin und her das natürlich alles blöd ist und ich sollte doch ein bisschen weiter expandieren. Sollte ich auch machen. Aber ihr habt mir auch eine Info geschrieben. Es gibt ein Dorf, das handelt Schwefel. Hier kriege ich Schwefel. Welches blöde Dorf handelt mir denn jetzt Schwefel zu... Hier. Hier ist Schwefel. Oh. Warum habe ich nicht schon wieder kein Leben? Eine moderate Grippe. Aber gut, das ist eine gute Sache zu... Darlehen? Ich kann Kredit aufnehmen? Ich kann Produktkredit auf... What? Ich kann Öl als Kredit aufnehmen. Okay, interesting facts. Gut, was wir machen, wir tun jetzt direkt die Betonproduktion hier fertig machen. Die ist jetzt leer aber in dem Fall. Bedeutet, wir schalten das komplette System hier aus. Und führen hier direkt auch das neue Zwischenlagersystem dann ein. Ja, stimmt, eigentlich war ich gerade woanders dran, ne? Eigentlich habe ich hier umgeschaltet. Was für eine Stelle habe ich hier ein normales flaches Förderband? Das würde ich noch gerne schnell fertig machen, das eine hier. Dass du im Notfall da unten noch reinkommst. Gut, das sehe ich ein. So, okay. Dann müssen wir jetzt schauen, wie wir hier fortfahren. Weil wir natürlich jetzt hier die ganze Ecke abgerissen. Der Freund kann hier mal rausfahren, bitte. Der braucht da nicht zu stehen. Gut, also. Das System hier... Ne, warte mal, wo ist es denn? Wo ist das Lagersystem gezeichnet? Hier, das hier. Wird auf jeden Fall da implementiert. Das sind 4 Lager, die im Backup laufen. Ich will mir jetzt kurz das ganze Betonsystem nochmal anschauen. Dafür brauche ich irgendwo Platz und wir machen das schön im Pausemodus, damit nichts passiert. Wir machen das wieder hier. Hier ist unsere Ecke zum Testen. Wir brauchen als erstes natürlich wieder... ist es? Wisst ihr, dass ich nie was finde in diesem Spiel? Das ist der Wahnsinn. Ich habe das schon 1000 Mal berührt, 1000 Mal habe ich es irgendwie platziert und ich habe nie einen Plan, wozu alles am Ende ist. Wo ist denn das Ding jetzt schon wieder, hä? Bin ich blöd? Hier. Drehofen. Ich kann dich mit Wasserstoff betreiben. Das wird mir einen Vorteil bringen, weil... eine höhere Produktion pro Teil. Oder wenn ich jetzt sage, ich gehe wirklich den Weg und mache einen mit Gas. Wir gehen mit Wasserstoff natürlich in dem Fall. Gut. Hinten kommt Zement raus. Das Zement müsste dann in eine Betonfabrik gehen. Betonmischer, hier haben wir einen. Der nimmt 6 Sand. Und zerkleinert Schlacke. Aber wie war nochmal Brechsand? Kann ich den Sand... Obwohl das eigentlich komplett wurscht ist, aber Brechsand aus. Was mache ich denn nochmal? Aus Kies. Und es muss gesammelter Kies sein, ne? Okay, na dann wird es uninteressant für mich. Dann bleibe ich beim Sand fürs Erste. Ich nehme den Betonmischer 3 aber.
Der nimmt 6 und macht 84. Was ist der Unterschied zu dir? Du machst, nimmst 3. Du nimmst nur 1,5. Bedeutet, ich brauche nur einen pro Anlage. Eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, ich brauche kein Zwischenlager, wenn ich das 1 zu 1 baue. Oder, es gibt da wenig Sinn. Weil in dem Moment, wo er wieder produziert, produziert dieselbe Menge in derselben Zeit nach. Klar, wenn das eine Ding kaputt geht, hast du eine Zwischenphase, aber dafür ist ja das Endlager eigentlich gedacht. Ich tue mir nur mehr Stufen einbauen, die ich, glaube ich, nicht unbedingt haben möchte. Gut, wir müssen also bei dir auf die Phase hier gehen. So, jetzt ist die Frage. Sugar mal. Ich brauche Sand und ich brauche mein komisches Zeug. Dadurch, dass ich das alles in der Mitte drin habe, würde ich dann hier... Und ja, das ist alles wieder sehr, sehr spannend, was ich mache. Ich weiß, ich bin da Profi drin, das zu machen. So, hier anschließen. Das reicht vollkommen aus. Das Ziel ist ja nur sozusagen... Ich will immer eine Doppelproduktion aufsetzen. Der ganze Sinn hinter dem hier. Dann tue ich dich jetzt hier ausschneiden und eins nach vorne setzen. So. Das ist jetzt sozusagen das Engste, was hier geht. Wasser wird dann mit einer Rohrleitung 2 geliefert. Bei Rohrleitung 2 hat einen Durchsatz von 200. Geht doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. So, CO2, ja, fürs Erste, bis ich dann nochmal wieder eine Idee habe, werde ich dich wieder ableiten lassen. Einfach per Schornstein. CO2 ist natürlich, obwohl nicht so schlimm, bedeutet, es ist schon besser. Gut, jetzt haben wir den Teil hier eigentlich sozusagen fertig. Ich tue das natürlich noch alles mal auf dieselbe Höhe hochbringen. Einfach auch, weil ich ja sozusagen am Ende dann... Das ist der Anlagenteil. Dadurch, dass ich 2 möchte, kopiere ich mir das, flippe ich das und setze es so übereinander. Ich habe hier nochmal das U-förmiges Förderband genommen. Da muss ich jetzt schauen, weil eigentlich hoffe ich doch, dass ich das hier... Ja, genau, so geht das dann nicht. Zack. Und dann haben wir hier den Verteiler drin. Nice. Eine kompakte, feine Anlage wieder. Am Ende kriegt das Ding hier einen Beton, kommt ja auf flach, wenn ich mich nicht irre, ne? Genau. Das ist die einzige Sache, dass das hier wieder nicht, obwohl, scheiß drauf, warte mal, ich habe doch einen Lagereingang, da schiebe ich einfach beide einzeln rein. So. Ich habe hier noch extra Kalk. Das ist eine extra Anforderung wieder. Ich muss, stimmt, Wasserstoff muss ich auch noch produzieren, warte. Ich brauche 6 Wasserstoff pro Anlage. Müsste hier dann wieder sein, ne? 2.
12 und du machst 3. Bedeutet, eine so eine Anlage reicht für 4. Jetzt ist nicht die Sache, ich muss ja schauen, dass ich sozusagen, je nachdem wie ich es handeln möchte, dann habe ich wahrscheinlich schon einfach den passenden Anschluss. Nee, zufrieden bin ich damit noch nicht so ganz. Und eine andere Frage ist, das kann ich ja also ganz einfach mal mit Kopieren klären in dem Fall. Wir nehmen das Teil hier und schauen mal, wie sich das überhaupt einsetzt. Oh, lol. Das ist die aktuelle Größe der Anlage. Klar, da kommt noch Filter und Schredder und alles dazu. Aber das ist so aktuell die Anlagengröße. Wenn wir sagen, wir machen ein bisschen mehr Platz, lassen, machen das hier hin. Dann machen wir daneben die Crusher-Anlage. Haben wir da genug Platz, um das Lager hinterzusetzen? Das wäre ja chillig. Okay. Genau. Wie viel höher kann ich mit einer Rohrleitung rein theoretisch noch gehen? 4 ist das Maximum, ne? Das geht aber. Also warte mal, ich war noch nicht auf 4 oben, ne? Meine Frage war ja, ob ich drüber komme am Ende. Ja, es geht. Gut, weil wenn wir vielleicht doch noch ein, zwei Kleinigkeiten ändern. Und zwar eine ganz simple Sache eigentlich. Da werde ich jetzt aber auch hier weniger umbauen, weil es nicht so nötig ist. Ich werde bloß ein paar Stückchen hier zurückgreifen. Die Sache ist ja, wir haben ja noch, jetzt habe ich eigentlich über die richtigen Kabel verbaut. Ich hoffe doch. Wir müssen hier ja noch das Ding einfügen. So. Okay, und dann eine Rohrleitung 2 noch drüber. Weil jetzt die Sache, die ich jetzt gerade überlegen musste, war natürlich, so, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, dass das sich so unterschiedlich wieder platzieren musste, weil es wieder Special sein wollte, das müssen wir kurz mal austauschen. U-förmiges Förderband. Okay, das geht gar nicht anders. Interesting. Gut, schaut jetzt natürlich nicht wirklich schick aus. Aber es ist funktional und das ist der ganze wichtige Punkt hinter.
Weil so kann ich sagen, ist das meine Zufuhr an Zufuhrbereich. Und ich kann zum Beispiel Wasserstoff auch daneben platzieren. Oder halt den Schutt daneben verarbeiten lassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin nicht gezwungen, es an derselben Stelle zu produzieren. Weil zum Beispiel Wasserstoff reicht für eine komplett doppelte Anlage nochmal. Ich kann Crusher-mäßig auch noch erweitern. Das hier in sich selber ist aber komplett abgeschlossen, das System. Und das ist was, was mich zählt. Ich nehme das jetzt schon mal mit rüber. Und platziere das schon mal hier so circa, wo ich es haben wollen würde. Na, tun wir es mal hier fürs System. Ich muss noch mein Lagersystem kopieren. Ist ja noch so eine Sache, die ich hier rein theoretisch anschließen muss. Sagen wir, wir checken das jetzt hier so an. Notfalls kann ich links und rechts noch Sachen anbinden und alles drum und dran. Das ist das Lagersystem jetzt. Perfekt, gut. Dann schneiden wir das gemeinsam aus. Müssen schauen, wo wir es hinsetzen. Ich kann das natürlich jetzt auch hier hinsetzen. Schlau wäre es, glaube ich, es hier zu platzieren. Oder zwei so rüber. Wir platzieren es fürs erste Mal hier so. Die Anschlüsse schneide ich mal ab hier ab. Gut. Und dann machen wir hier ein flaches Förderband. 2. Schneiden das Ding hier ab. Passt perfekt, weil wir dann hier einen Aufzug hin platzieren, flachen Aufzug. Dann haben wir hier ein flaches Förderband 2 hin. Zack. So wird das Ganze schon angeschlossen, fertig ans System. Und jetzt ist meine Überlegung, ich habe hier, muss ich selber gerade gucken, wo ich was habe. Ist eigentlich wurscht, ne? Ich kann, außer das unterste ist Kalk. Aber ich kann rein theoretisch jetzt einfach hier hingehen, mir einen flachen Aufzug nehmen. Erstmal, nein, ah, goddammit. Schüttgutaufzug, Flip. Und dann mache ich hier ein Ufermix Förderband 2. Anschluss hier. Zack. Dann machen wir genauso einen Schüttgutaufzug hier. Flippen natürlich. Ah ne, warte mal. Da brauche ich, glaube ich, gar keinen. Weil wir ja das direkt anschließen. So. Was ist die einzige Sache, die ich von unten eigentlich anliefern muss? Aber da könnte ich wahrscheinlich... Wait. Dann sind wir doch schlau. Und reißen die komplette Verkabelung ab. So. Dann ziehe ich das von vorne ran, das Wasser.
Das ist jetzt mal eine komplett geniale Angeschichte. Ha, so. Anschluss ans Wasser werde ich. Geil. Wasserstoff ziehe ich mir dann hier ab. Das setze ich daneben einfach hin. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Crusher. Also mit dem Wasserstoff machen wir jetzt halt wirklich dahin. Elektrolyser 2. Flip, Rotate. Den setzen wir jetzt einfach hier hin. Und geben den hier in den Anschluss. Rohrleitung 2. Gut. Der andere kriegt einen Schornstein. Und das wird jetzt hier wie so eine andere Rolle. Ah, ich habe jetzt gesagt, ich habe da was freigelassen. Warte mal, das ist gleich gar nicht so undumm. Lass mich das mal kurz machen. Schüttgutaufzug. U-förmiges Förderband 2. Dann einmal schnell, dass ich hier so abschließen. Wo ist es? So. Der hat hier eine rote Leitung. Ich kann quasi sozusagen jetzt hier die Leitung hinterziehen, von wo ich anfangen möchte, ohne dass mich was ärgert. Ha! Geil. Nice. Cool. So, das ist die Sache. Ich habe doch hier, glaube ich, jetzt aber für einen Brecher zum Beispiel. Da war der Brecher. Brecher groß. Den macht man aus 144 Schlacke zerkleinerte Schlacke. Im Gegensatz zu dir sagen wir mal circa sechsfache. Stromverbrauch. Ist eigentlich in Appreciation Größe. Okay, I see the problem. I see the problem. Aber das Problem kann man lösen. Absolut kein Problem. Ich will nicht diesen Brecher groß gerne haben. So. Das passt natürlich hier nicht hin. Wäre cool gewesen, aber wir versuchen mal hier eine rein theoretisch aus Interesse. Geht das? Boah, das hätte ich dann gut geplant, aber nein, das geht sich leider nicht aus. So, wenn ich jetzt hier auf den Brecher groß gehe, oder war hier? Ja,
Da kriege ich halt nur ein Zwischenlager hinten in mir. Lieber, als dass ich vorne kein Zwischenlager habe. Okay, dann wird es allgemein zu eng. Ja, okay, dann lassen wir es aber so. Scheiß drauf. So. Rein theoretisch. Müsste diese Anlage funktional sein. Und wenn ich das jetzt aus dem Pausenmodus rausnehme und es gebaut wird, müssten wir eine funktionale, relativ auch wieder sehr kompakte Anlage haben. Also ich hätte es wahrscheinlich noch optimieren können, ohne Frage. Wenn ich das Lager 1 rüber getappt hätte, aber ich bin jetzt hier schön auf Kante halt. Was ich gerne halt hätte, wäre, dass das hier relativ schnell gebaut wird. Das ganze Lagertechnische hätte ich gerne, dass es schnell geht. Ah, und ich muss in Priorität hier unten sitzen, bitte. Du machst mir Schlacke. Du machst mir Wasserstoff. Aus, 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 aus. So, okay, vielleicht war das hier jetzt übertrieben. Aber ja. Ich denke, wir sehen, wohin es geht. Die Betonanlage läuft. Am Lager müssen wir noch ein bisschen was ändern, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.